Kampf des Abends sehen. Kasim Gashi gegen Michael Obin. Ja, der Kampf zwischen den beiden. Wir haben lange darauf gewartet. Wie gesagt, der Main Event. Kasim Gashi zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder im Ring. Ist ja auch amtierender Interims-Weltmeister der GBU und der WBF im Mittelgewicht. Und soll heute Abend kämpfen gegen den, wie gesagt, Michael Obin aus Schweden, gebürtig aus Uganda. Und ja, die Vorfreude ist, naja, sagen wir so, gespalten. Aber wir sehen jetzt zumindest hier Michael Obin, er ist im Ring. Und ja, damit ist die Zeichen, dass es jetzt gleich losgehen wird, sehr, sehr gut. Also wir freuen uns, haben lange genug darauf gewartet und hoffen jetzt, dass wir einen richtig schönen Fight nochmal bekommen zum Ende. So, Freunde, jetzt auf Kasim Gashi. Bach kocht. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, Freunde des Boxsports aus Heubach, hier kommt für die rote Ecke Kasim Gashi. So, und jetzt ist es gleich soweit. Boxer, Promoter und Organisator. Er steht kurz davor, hier in die Sporthalle Heubach zu kommen. Beim Rumble Under the Rock. Es ist soweit. Die Menschen erheben sich. Alle warten auf. Und er kommt jetzt in die Halle rein. Jetzt kann es gleich losgehen. Zum ersten Mal seit 2 Jahren kann er wieder im Ring stehen. Seine Klasse zeigen und beweisen, dass er der verdiente Weltmeister im Mittelgewicht der WBF und GBU ist. Mit Maske, mit Mütze, mit Security an seiner Seite. Die Jungs sind alle heiß. Sie wollen hier heute den Heimsieg. Denn Kasim Gashi wohnt in Heubach. Er möchte hier in heimische Halle wieder gut in die Zeit nach der Corona-Krise starten. Also auch wenn es nicht vorbei ist, aber er hat wieder Bock. Er möchte hier wieder seine Klasse unter Beweis stellen und alle zeigen, wie gut er wirklich ist. Und das frenetische Jubel sieht man jetzt schon. Er ist beliebt in der Halle und möchte jetzt sich hier wieder zum Sieger krönen. Bundesdeutscher Berufsboxer, das die Offiziellen dieses Kampfes an der Uhr, Michael Müller und Sabine Schön, an den Punkten Bernd Hupfer und Alessandro Commercio und ebenfalls an den Punkten nun Ringrichter Rosario Triolo, Ringarzt Dr. Michael Hautmann und Delegierter Thomas Künzel. In der blauen Ecke, the blue corner, meine Damen und Herren, er ist 35 Jahre alt, 1,79 groß, 81,6 Kilogramm schwer, 14 Profikämpfe, 5 Siege, davon 2 durch Knockout. In Uganda geboren, unter Promotion von Arena Ring Promotion, kämpft er jetzt aus seinem Wohnsitz Stockholm in Schweden, heute Abend bei uns. Herzlich willkommen, Michael The Action Obin. Freunde, und ich will, dass die Arena kocht hier. Er ist 31 Jahre jung, 1,74 groß, 79,3 Kilogramm schwer. Hat in 16 Profikämpfen 14 gewonnen, 8 durch Knockout. Er ist GBU-Weltmeister, WBF-Weltmeister, geboren im Kosovo, hier zu Hause von Gashi Promotion. Gwyns Most Wanted, Holbers Goldjunge, das Original, Kasim Gashi! So, wir haben auch das gemerkt, das Publikum ist auch wach jetzt geworden, nochmal durch den Anheizer, denn es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie unterstützen, denn Kasim Gashi hat selbst vor dem Kampf gesagt, er sieht sich nur bei 70-80%. Ja, auch bedingt durch die Corona-Krise, wo man nicht so genau weiß, ne, wie ist es überhaupt. Seine Vorbereitung war nicht perfekt. Bizepsverletzung gehabt, krank gewesen. Und jetzt möchte er hier gegen Michael Obin, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte 2016, wieder in die Form kommen, wieder kämpfen, seine Klasse beweisen. Und ja, wir freuen uns jetzt. Los geht's. 8 Runden Boxen, vielleicht auch früher, schauen wir mal. Eine Runde geht auf jeden Fall jetzt los.
Ja, wir merken schon, Michael Obin ist der ein bisschen aktivere, hat vor dem Kampf gesagt, er möchte den Knockout in der ersten Runde. Dafür muss er natürlich jetzt noch ein bisschen mehr machen als nur einfach Körpertreffer, aber merkt schon, er schlägt viel mehr als Kasim Gashi. Möchte hier voll in die Attacke gehen und ja, die vielleicht noch ein bisschen unkonzentrierten Gashi ausnutzen und hier den Sieg. Oh, der schlägt daneben und der direkte Treffer hinterher. Michael Obin, bisher der bessere Boxer heute. Kann immer wieder Treffer setzen. Der deutlich aktivere Schläger. Ja, jetzt kommt Kasim Gashi mal mit der ersten Kombination. Jetzt wieder. Er kommt jetzt so nach und nach in diesen Kampf rein. Ich glaube, er macht Treffer ein. Ja, wieder schöne Kombination jetzt mit dem Haken mit seiner linken Hand und versucht immer wieder über Körperkraft zu ziehen und jetzt wieder die schnelle Kombination. Nicht ganz erfolgreich, aber zumindest ein Zeichen der Aktivität. Obin immer wieder dafür hand mit dem schnellen Jab. Ist daneben. Also spielt ein bisschen mit ihm gerade. Jetzt wieder der Körpertreffer. So, sehr, sehr gut. Kommt rein in diesen Kampf. An den Lufttreffer, wieder den Lufttreffer nur. Also und da wieder mit dem Treffer. Also sie schenken sich hier beide nichts. Und bin dann leicht aktivere vom Schlagen her. Aber auch Gashi kann immer wieder Treffer setzen. Aber jetzt ist gerade oben ein bisschen in der Kontrolle, schlägt wieder zu. Versucht der Konter von Gashi, der nicht ans Ziel kommt. Aufwärtshaken in die Luft. Obin schlägt und schlägt immer wieder mit der linken Führhand. Jetzt 10 Sekunden noch. Bis zum Ringende. Beide nochmal Versuche, beide schlagen in der Luft. So, die erste Runde ist vorbei. Leichter Vorteil für Michael Obin, der sein Ziel in der ersten Runde den Knockout zu schaffen damit nicht erreicht hat. Somit erwarten uns noch einige spannende Runden, denn der Knockout ist bei beiden noch nicht sichtbar. Seconds out. So, zweite Runde. Ringfrei beginnt jetzt. Runde Michael Obin gegen Kasim Gashi. Bisher leichte Vorteile für den gebürtigen Mann aus Uganda. Der immer wieder schlägt. Er versucht immer wieder mit seiner Führhand schnelle Jabs zu setzen. Schon wieder eine schnelle Kombination. Also der macht das echt gut. Jetzt auch jeder rechte Haken hinterher. Also keine einfache Aufgabe ist ja für Gashi, der bisher noch viele Schläge einstecken muss. Also muss wirklich gute Nehmerqualitäten hier beweisen. So, schubsen ihn wieder ein bisschen weg. Kasim versucht jetzt mal mit dem Schlag der schnellen Kombination jetzt wieder. Er kommt jetzt wieder ein bisschen aktiver in die Runde rein. Muss auch aufholen. Da wieder mit dem Schlag und jetzt aggressiver, viel mehr. Viel aggressiver, richtig, richtig gut. Eine schnelle Kombination hier. Er wird jetzt langsam warm. Ja,
Ja, wieder mit dem rechten Haken. Gut gesetzt. Trifft immer wieder. Körpertreffer um Körpertreffer. Macht er jetzt besser. Mit der Führhand schnell und dann der rechte Haken hinterher. Und jetzt wieder. Trifft jetzt zwar nicht, aber es sieht gut aus. Robin mit einer wütenden Reaktion. Also schon der erste Psychospielchen, die hier anfangen. Ah, Gashi folgt drauf. Also es geht jetzt ab. Das Publikum wacht noch auf. Spannende Phase jetzt hier in diesem Kampf. Und wieder. Also das macht er gut. Wenn der erste kommt, dann ist der zweite fast schon wieder auch in der Position, um zu treffen. Also du wirklich sehr, sehr wachsam und sehr agil, Kasim Gashi. Aber auch Michael Oben, er lässt nicht nach. Wieder der Körpertreffer. Oh, verhöht ihn ein bisschen. Oi, oi, oi. Das wird natürlich nicht so gerne gesehen. Und Kasim Gashi reagiert da drauf. Noch 10 Sekunden in der zweiten Runde. Kasim Gashi lebt mit den Schlägen nochmal hinterher. Und da gibt's den Haken. Da gibt's nochmal die Ermahnung vom Ringrichter Triolo. So, damit ist die zweite Runde zum Vorbei. Ah, spannende Geschichte. Auf jeden Fall, wenn diese Runde gewinnen wird, war relativ ausgeglichen, würde ich jetzt sagen. Aber es deutet darauf hin, dass das hier ein sehr, sehr spannender Kampf wird. Denn beide machen schon die ersten Psychospiele hier in Runde 2 und wir haben noch 6 Runden vor uns. Also von daher, ja, da wartet uns mit Sicherheit noch einige heiße Fights und einige heiße Psychospielchen. Ringfrei für Runde 3. So, Runde 3 geht los. Ja, ein bisschen vorsichtiger jetzt sogar ein bisschen. Also beide lassen sich Zeit mit den ersten Treffern. Fans feuern hier ihren Liebling an. Also den ersten Schlag an. Oh, da ging das Haken daneben. Na, wir merken schon, wenn er den ersten trifft, sitzt er sehr, sehr schnell auch mit dem Körper komplett hinterher. Während Obin ihn immer wieder auffordert, ihm zu schlagen. Das ist hier Psychospielchen schlechthin. Also man merkt, Obin sehr erfahrener Mann. 39 Jahre alt. Und wieder der Treffer. Zwei Treffer. Das ist wirklich ein Duell auf Augenhöhe bisher. Wenn Michael Oben der aktivere auf jeden Fall von beiden ist. Einen richtigen Wirkungstreffer hat er noch nicht so richtig landen können. Jetzt wieder hier. Gashi, der relativ schnell nach vorne geht, wenn er trifft. Hat er den Gegner in die Seile drücken können. Das macht er noch zu selten bisher. Er wartet auf seine Chance. Während Oben teilweise wie wild drauf zuschlägt. Immer und immer wieder. Ah, der schöne linke Haken.
tut ihm auch weh oben, wenn er dahin einen hinbekommt. Hat sie ihm gerade angesehen. Muss er kurz mit den Zähnen fletschen. Ah, jetzt. Ja, jetzt macht auch Gashi mit dem Spielchen. Und jawohl! Er macht richtig hier jetzt nochmal. Da gehen die Giftpfeile in beide Richtungen. Er sitzt auch oben in die Treffer natürlich. 10 Sekunden sitzt noch. Das ist jetzt nochmal mit dem Wirkungstreffer. Noch mal hinterher mit dem Aufwärtshaken, der aber nicht richtig durchgeht. Mit dem Schlag, der daneben geht. Oh, da gibt es da ein paar böse Blicke von oben. Ah, das ist ein spannendes Duell bisher. Also da gibt es wirklich alles mit dabei, was der Boxfan mag. Tolle Schläge, tolle Kombinationen, Giftpfeile, die hier fliegen. Also genauso muss es sein. 3 Runden sind vorbei. 5 warten noch maximal auf uns. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht in Runde 4. Seconds out. So, jetzt sind wir kurz vor der Halbzeit. Für Runde 4. Warte, einen Augenblick. Der Referee hat noch nicht Pfeil gegeben. Und jetzt geht's aber erst los. Denn alle Betreuer müssen natürlich auch aus dem Ring raus sein. Geht nämlich so nicht. So, und die Fans feuern hier nochmal Kasim Gashi an, dass er hier sich diesen Sieg holen muss. Muss er auf jeden Fall zulegen. Oben wieder der Aktivere zu Runden begehen, kann immer wieder Treffer landen, Körper- und Kopftreffer. Jetzt wieder hier. Ja, mit 2 Luftschlägen zwar, aber immer wieder aktiv. Und immer wieder seinen Gegner Milbe zu machen, aber Gashi schlägt nicht. Jetzt versucht er mal den Konter zu machen. Ja, glaube ich nicht ganz getroffen. Jetzt ja wieder, ja! Das war eine schöne Kombination. Voll getroffen am Kinn des Gegners. Jetzt geht's weiter, geht wieder auf seinen Gegner zu. Eine mit den jeweiligen Nierentreffern, wenn sie dicht an dicht sind. Ja, hat den Bein nochmal getrennt. Und wieder ein schöner Treffer. Ein schöner linker Jab, den wir hier sehen. Hier gibt es wieder mehr Gas. Wieder, jetzt gibt er wieder Gas. Nein. Harten Jab hat einstecken müssen. Ja, jetzt wieder. Mit dem linken Haken versucht er daran zu gehen. Erste trifft, zweite nicht. Da ist die Treffergenauigkeit ist nicht immer ganz vorhanden bei ihm. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Sind natürlich hier wichtige Punkte für den Sieg zu holen. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn es am Ende auf die Punkte ankommt. So, noch 10 Sekunden. Trialo kennt ihr nochmal. Dann nochmal Kopf nach oben. So, die Hälfte des Kampfes ist vorbei. Ausgeglichen weiterhin. Also die beiden schenken sich jetzt nichts. Jetzt mal auch eine Runde ohne Psychospielchen von dem einen oder anderen. Deswegen, ja.
bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben noch 4 Runden vor uns, also das wird mit Sicherheit noch ganz, ganz spannend und mich würde es wundern, wenn wir die volle Distanz sehen. Runde 5 geht los. Wieder diesmal abtasten, also da lassen sie sich beide noch Zeit. Ein bisschen Raum auch natürlich zum Gegner, weil sie noch nicht so zuschlagen wollen. Bisschen taktieren auch mal, das muss auch mal sein, nicht immer nur drauf loslegen. Also die Masche tanzelt ein bisschen hin und her. Robin. Jetzt gut nachlegt. The Action. King Kim Münz Most Wanted. Jetzt Treffer um Treffer hier der Schwede. Ugandisch mit Wurzeln aus Uganda. Immer wieder setzt der Haken um Haken. Gashi. Ja. Sind wir Mahnung vom Schiedsrichter? Dass er das bitte unterlassen sollte. Diesen Hinterkopftreffern. Ja, Kopf hoch und genau. Ist das sehr aufmerksam, der Ringrichter. Robin schlägt und schlägt und Gashi. Lässt es geschehen und jetzt kommt er nochmal. Jetzt heißt es natürlich klar, kann auch mit wenig Schlägen gewinnen, wenn sie natürlich alle sitzen. Aber das ist nicht immer bei ihm der Fall. Ja, ja jetzt wieder. Also es funktioniert. Er schießt jetzt in den Ring, da muss er natürlich raus aus den Seilen. Ihn nochmal auf, hier noch einen Ruf zu geben. Wieder die schöne Kombination jetzt mit dem linken Haken. Jetzt trotzdem Kopf oben halten. Mal wieder Treffer jetzt. Zehn Sekunden noch, hier in der 5. Runde. Gashi nochmal mit wichtigen Treffern hier. Und er trifft und trifft. Ganz, ganz wichtig jetzt nochmal zum Ende der Runde hier nochmal Treffer zu landen und sich somit vielleicht auch diese Runde zu sichern, denn es sieht sehr nach aus, dass wir über die volle Distanz gehen und da sind natürlich solche Treffer sehr, sehr wichtig, um am Ende in der Abrechnung zu gewinnen. Und somit, ja, 5 Runden vorbei, 3 bleiben noch. Machen wir eine kurze Pause und gleich zurück. Ring frei für Runde 6. Und weiter geht's.
Sechste Runde, während wir noch die Musik im Hintergrund ein bisschen hören. Jetzt wieder volle Konzentration auf den Ring. Bin jetzt mit schnellen Kombinationen. Will jemand seine Schnelle anzubringen, aber sein Aufwärtshaken geht nicht durch. Jetzt steckt er. Immer wieder links-rechts Kombination. Schmien hinten daneben mit seinem Haken. Oh, jetzt gibt es nochmal einen Maluk vom Ringrichter. Gashi am Drücker. Schnell drüber setzen. Jetzt wieder mit seiner Führung, tritt rechte hinterher. Unterstützung ist auf jeden Fall da und trotzdem muss er sich natürlich auch im Kampf diese Energie, die von außen kommt, da umsetzen, um gute Treffer zu landen, um diesen Sieg zu holen. Im ersten Heimkampf seit 2 Jahren überhaupt ganz, ganz wenig Kämpfe wegen Corona gab, was natürlich auch nicht möglich gewesen ist. Er möchte natürlich auch seinen 3 Kindern, die ja auch relativ nah am Ring sind, eine gute Show bieten, möchte natürlich möglichst mit ihnen auch danach feiern, einen Sieg. Ja, so ein Treffer zum Beispiel. Damit ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, nur noch 10 Sekunden. Gashi wieder mit wilden, mit einer Schlagkombination. Diesmal ist Oben wachsam. Klammert ihn fest. Ja, 6. Runde ist vorbei. Es geht hier hin und her. Also wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Es macht enorm viel Spaß zuzuschauen, weil sich beide überhaupt gar nichts schenken. Und ja, schauen wir mal weiter. Bei Kasim Gashi ist schon ein bisschen Blut geflossen, wie das bei seinem Gegenüber noch nicht so der Fall ist. Da müssen wir mal gucken, wie er das jetzt verkraftet. Und in den letzten 2 Runden muss er noch mal Gas geben, wenn er hier diesen Kampf gewinnen will. Seconds out. Ringfrei für Runde 7. So, und los geht's. Runde 7 ist eröffnet. 2 Runden haben wir noch vor uns. Ist Gashi ein bisschen aktiver zu Anfang direkt. Lässt sich die Schläge von seinem Gegner nicht sicher gehen. Oben weiterhin. Zu Anfang der Runde ist er immer enorm aktiv mit seinen Schlägen. Versucht immer irgendwie durchzukommen, den Wirkungstreffer zu setzen. Dann vielleicht auch Gashi nochmal auf die Matte zu schicken. Denn so einen richtigen Knockdown hatten wir heute bei den Kämpfen bisher noch nicht. Also das wäre hier die Premiere des Abends, sollte es wirklich dazu kommen, wenn wir einen richtig harten Knockdown erleben sollten. Ja.
Ich wieder mit dem Treffer. Beim Angriff von oben. Schwede versucht jetzt wieder mit Gas. Aber Gashi duckt sich durchweg, hat seine Deckung oben. Jetzt geht aber einen harten Treffer. Wieder einer. Ist wieder einiger abgestellt. Muss jetzt aus der Ecke, muss er raus aus den Seilen. Dann sieht das nicht gut aus. Ah, das war richtige starke Serie von Oben. Der da wirklich der Gegner in die Seile gedrängt hat und einen Treffer um Treffer landen konnte. Jetzt muss Gashi Gas geben, wenn er sich die Runde holen will. Das gute Treffer landen. Muss den erfahrenen Mann ins Wanken bringen. Wieder oben setzt Treffer um Treffer. Stark. Oh! Böse Treffer. Da wankelt er auch, Kasim Gashi. Da muss er sich jetzt steigern. Da muss er jetzt aufpassen. Das ist eine ganz gefährliche Phase für ihn jetzt gerade. Er muss die Treffer landen. Er ist nämlich ganz schön wackelig auf den beiden. Scheinbar haben noch die vielen Treffer, die oben immer wieder landen konnten, seine Deckung gezeigt. Einmal kommt es jetzt zu keinem Schlag mehr in der siebten Runde. Und die Runde wird an Michael Oben geben. Das war eine richtig starke Runde von dem Schweden, der jetzt nochmal für ordentlich Druck gesorgt hat. Da muss sich Kasim Gash jetzt in der letzten Runde steigern, weil sonst muss er aufpassen, dass er nicht wirklich noch zu Boden kommen konnte. Denn die Treffer gerade in der linken Ecke, die haben ihn ganz schön ins Wankeln gebracht. Und da kann er von Glück reden, dass er nicht auf den Boden gegangen ist. Also da muss er aufpassen. Da darf er sich nicht so in die Ecke lassen treiben. Denn ansonsten könnte er hier vor heimischem Publikum verlieren. Das möchte er möglichst vermeiden. Schauen wir mal, was losgeht. In wenigen Sekunden geht die letzte und entscheidende Runde in dem heutigen Kampf zwischen Kasim Gashi und Michael Oben weiter. Seconds out. Und komm, Heubach, gib nochmal alles. Es geht gleich in die letzte Runde. Ringfrei für Runde 8. Und Michael Oben lässt sich noch ein bisschen feiern. Jetzt kurz vor der letzten Runde. Und los geht's. Boah, direkt ein voller Treffer zu Anfang. Kasim Gashi. Jetzt im offenen Infight. Jetzt möchte er Gas geben. Weiß, dass er eine Runde gut machen muss. Mal oben. Ist enorm kraftvoll noch mit seinen 35 Lenzen. Immer wieder Treffer und Treffer. Und Gashi ist immer noch in der Seil. Er kommt da nicht raus. Er hat keine Antwort auf ihn. Keine Antwort auf die Schläge des Mann aus Uganda. Gibt's noch mal eine Ermahnung von Triolo. Jetzt muss er angreifen, der gebürtige Kosovare. Er muss jetzt Treffer setzen, damit er sich diese Runde holen kann. Möchte er unbedingt diesen Sieg, den 15. seiner Profikarriere. Dafür muss er Gas geben. Gashi wird ganz schön angenockt, muss man ganz ehrlich zugeben. Also er setzt zwar Treffer, aber er wirkt ja ein bisschen zum Ende an der Kräften nach. Ja, fast 7,5 Runden. Oh, gibt wieder Gas. Und mit Schlägen zu machen. Die Fans feuern ihn nochmal an. Wollen nochmal die letzten Körner aus ihm rauskitzeln. Das muss er jetzt nutzen, diese Energie, die da ist. Wieder die Treffer jetzt. Jetzt versucht wieder draufzuschlagen. Er ist jetzt wirklich so ein bisschen im offenen Infight. Er nimmt seine Arme kaum noch hoch. Er möchte einfach diesen Treffer landen, diesen möglichen Deckungstreffer, um ihn vielleicht auf den Boden zu schicken, Michael Oben.
würde ihm natürlich einen guten Punkt bringen. Ja, wieder und wieder. Er geht immer wieder ran an Michael Open. Der Treffer und Treffer und Treffer. Die Halle ist hier am Beben mit Steuerbach am Rosenstein, dem Heimatdorf von Kasim Gashi. Setzt den nächsten Treffer. Die Halle bebt, er möchte sich diesen Sieg jetzt holen. Noch knapp eine halbe Minute auf der Uhr. Wird da mal ordentlich angefeuert. Oh, wieder Treffer. 10 Sekunden noch. Da kann er noch mal einen Treffer setzen. Er versucht's noch mal. Er versucht's noch mal. Setze noch einen Treffer. Nein. Ist vorbei. Michael Owen fühlt sich relativ siegessicher. Wir werden es gleich erfahren. Es wird nach Punkten entschieden. Und das könnte eine knappe Entscheidung sein. Neu. Ich möchte jetzt nicht in den Haut der Kampf wieder stecken, die jetzt eine schwierige Entscheidung fällen müssen. Aber es wird sehr, sehr knapp werden. Ich bin sehr gespannt, wie die Punktrichter am Ende entscheiden werden. Denn Michael Owen hat wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Ja, und das, obwohl er ja 4 Jahre raus gewesen ist. Kasim Gashi, man hat ihm so ein bisschen angemerkt, bei 100% war er nicht ganz. Aber trotzdem alles gegeben. Hinten raus ein bisschen die Kräfte gefehlt. Da merkt man auch einfach, dass die Vorbereitung nicht gut gewesen ist bei ihm. Aufgrund von Verletzungen immer wieder unterbrochen. Und ja, jetzt werden gerade die Ergebnisse eingesammelt von den 3 Punktrichtern. Dann schrieb nun Tizis der Ansager Daniel Schmidt. Und dann werden wir in wenigen Sekunden das Ergebnis erfahren, wer hier diesen 7. Kampf des Abends gewonnen hat. Ob es Kasim Gashi ist, der Mann, der das hier alles organisiert hat, der die ganze Promotion gemacht hat, der Interimsweltmeister ist, der WBF und der GBA. Ja, wir werden es jetzt gleich erfahren. Der Ringsprecher geht noch nicht in den Ring. Doch, hat das Mikrofon in der Hand. Jetzt warten wir ganz gespannt auf das Ergebnis des letzten Kampfes, des 6. Kampfes des Abends. Ob es Kasim Gashi gewonnen hat oder ob der Sieg nach Schweden bzw. nach Uganda geht an Michael Open. Meine Damen und Herren, die Punktekarten haben diesen Fight entschieden. Die Punktrichter werteten den Kampf 77 zu 75. 77 zu 75 und 76 zu 76. Sieger des Abends aus Heubach, Kasim Gashi. Das war ein denkbar knapper Sieg mit einem einzigen Punktunterschied, beziehungsweise mit 2. Michael Owen kann es, glaube ich, nicht so ganz klar, man hat sich eigentlich schon als Sieger gefühlt. Im Endeffekt hat wirklich einen starken Fight abgegeben mit seinen 35 Jahren. An diesem Abend. Und 2 faire Sportsleute, das haben sie gestern auch schon beim Wiegen unter Beweis gestellt. Ein Riesenapplaus nochmal, Heubach bitte. Das war ein fantastischer Kampf über 8 Runden. Lasst es nochmal hören für Michael Owen und Kasim Gashi. Ja, wir sehen meine Damen und Herren, der Boxsport wäre nicht der Boxsport, wenn wir nicht Sponsoren hätten, die sich ganz intensiv einbringen. Und einen dieser Sponsoren möchten wir heute Abend für 5 Jahre treue Kooperation mit Gashi Promotion ehren und herzlich Danke sagen. Ganz besonderen Dank, und ich glaube, die Damen und Herren sitzen hier vorne an den Aktivmarkt Heubach-Donderer. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Treue an Kasim Gashi und Gashi Promotion. Komm, Freunde, lass noch mal was hören für beide Kämpfer. Michael Owen und Kasim Gashi.
Kasim, wir versuchen es mal mit einem Interview, auch wenn 8 Runden natürlich dich aufs Äußerste gefordert haben. Du hast gestern ganz bescheiden beim Wiegen gesagt, ich stehe so bei 70-80%, aber ich werfe hier alles in die Waagschale. Wie ist es dir mit dem Kampf gegangen? Welches erste Resümee ziehst du jetzt nach dem Abend? Also das Einzige, was ich hier rausziehe, ist, dass ich nicht der Gewinner bin. Nummer 1. Nummer 2. Ich hab zu viel in die Kiste, also zu tief in die Kiste gegriffen, sagen wir es mal so. Jeder, der mich kennt, der weiß ganz genau, ich bin der Ein-Mann-Armee. Diesmal, wahrscheinlich liegt es an den letzten 2 Jahren, zwecks Corona oder ich weiß nicht. Ich will mir auch jetzt keine Entschuldigung oder weiß es nicht was suchen. Meine Leistung hat nicht gereicht, ich bin heute nicht der Gewinner und das ist alles. Das sind ganz, ganz starke Worte, ganz, ganz charakterlich starke Worte, Kasim. Vielen, vielen Dank dafür. Das braucht einiges an Mut, das rauszuhauen. Kasim, ein Wort noch. Endlich wieder Boxsport hier in der Region. Endlich Heubach, dein Zuhause, dein Wohnzimmer. Deine ganze Familie ist da. Da gibt's tolle Neuigkeiten. Ihr erwartet nochmal ein Baby. Gratulation dazu von mir auch nochmal und vom Publikum von ganzem Herzen. Ein Wort ans Publikum hier in Heubach. Danke an alle, die heute da waren. Und auch gleichzeitig eine Entschuldigung, falls ich heute jemand enttäuscht habe. Auf geht's. Das Publikum honoriert das mit Applaus. Wir finden uns nochmal zusammen jetzt für ein Abschlussfoto. Wir sagen auch nochmal, thank you very much, Michael Obin. It has been a terrific fight. You gave everything. Finally, you've been struggling with the referees. So what's your opinion on this fight? I'm just speechless because this is my 3rd fight in Germany. But I'm losing the interest of coming to fight anymore because I don't think it's fair because this is a game, it's not a war. It's like playing video game. When someone wins the game, let him win the game. I think I won the fight. Michael Oding, I will just translate it for the German audience. Also Michael sagt nochmal, naja, so langsam verliere ich den Spaß hier in Deutschland zu kämpfen, denn man muss ganz ehrlicherweise sagen, die Leute, die wirklich Sieger sind, die gehen hier nicht immer als Sieger aus dem Ring hervor. Insofern seine Enttäuschung, er sagt, he is speechless, also er ist enttäuscht und sprachlos. I appreciate for him. Now he takes the win. There's no bad win. I appreciate that. He's a fighter. This is a fight. We fought and he's won the fight. Also auch er, ein fairer Sportsmann, er hat gesagt, Kasim nimmt den Sieg nach Hause, auch wenn er und Kasim gleicher Meinung sind. So ist es doch so, dass am Ende die Schiedsrichter zählen, die Kampfrichter. Und insofern nimmt Kasim den Sieg heute nach Hause. Meine Damen und Herren, ein denkwürdiger Abend. Ich darf mich im Namen von Gashi Promotion ganz, ganz herzlich bei euch allen, bei Ihnen allen hier in Heubach bedanken. Ihr habt eine tolle Stimmung hier an den Ring gezaubert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Kommen Sie alle gut nach Hause. Bleiben Sie gesund in diesen doch schwierigen Zeiten. Und ich sage natürlich vielen, vielen Dank auch an euch. Das dürfen wir nicht vergessen. Team Flasheye hat hier nochmal aufgeholfen mit Cutman und Co. Also vielen, vielen Dank an euch. Ihr seid spitze. Danke an euch alle und jetzt feiert bitte beide Kämpfer gebührend, wie sich das gehört. Genießt den Abend noch. Ich sag tschüss und bis bald hoffentlich wieder hier am Ring in Heubach. Macht's gut. Ja, das waren natürlich ganz starke Worte von beiden Kämpfern jetzt hier nach dem Ende. Also, dass Kasim Gashi so offen und ehrlich sagt, dass er eigentlich der Verlierer dieses Kampfes ist, ist schon bemerkenswert. Spricht aber natürlich auch dafür, dass es gut einschätzen kann, dass er eigentlich nicht der Gewinner ist. Und wie gesagt, Michael Obin mit seinen 35 Jahren hat hier wirklich einen tollen, tollen Kampf abgeliefert. Am Ende, wie gesagt, denkbar knapp verloren. Wie gesagt, mit Sicherheit auch ein Duell, was hätte unentschieden ausgehen können, weil es wirklich einfach ein Kampf auf Augenhöhe gewesen ist. Wir sind damit auch am Ende unserer Übertragung. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Entschuldigen uns natürlich für die langen Pause, die es zwischenzeitlich gegeben hat zwischen den Kämpfen. Das können wir leider nicht immer beeinflussen hier in der Regie. Wir haben hoffentlich euch schönen Sport geboten, tolle Kämpfe. Und ja, hoffentlich gibt es uns sehr bald wieder in Schwäbisch Gmünd, in Heubach oder auf jeden Fall einer der nächsten Duelle mit Kasim Gashi. Und dann schauen wir mal, ob er sich dann auch diesen Titel Sieger dann auch wirklich dann auch verdienen kann. Und wir wissen, er kann gut helfen, er hat es auch bewiesen.
Und deswegen sind wir da relativ überzeugt davon, dass er dann in den nächsten Duellen dann wieder an seine absolute Top-Leistung anknüpfen kann und dann sich wieder auch wirklich verdient Sieger nennen darf. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.